Ja, herzlichen Dank, Herr Schulze-Steinmann, für die nette Einführung. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute etwas erzählen kann, wobei ich mich gerade frage, was kann ich eigentlich meinen Vorrednern noch quasi abnehmen? Das große Problem, was wir im Moment zwischen der Gesellschaft und der Landwirtschaft, wenn man das mal so ganz plakativ sagen möchte, haben, das habe ich heute bereits morgens in der U-Bahn erlebt. Ich hatte das große Glück, direkt neben einer Gruppe von ungefähr 6 Landwirten in der U-Bahn zu stehen. Und da hat man ganz authentisch mitbekommen, wie schmerzhaft für einige ihre derzeitige Arbeit ist, was die für Sorgen haben, wie aufgewühlt sie sind. Letzte Woche war ich auch in Berlin zu Beginn der Grünen Woche. Da habe ich eine ähnliche Diskussion bei Verbrauchern mitlauschen dürfen. Das ist also für mich als Wissenschaftlerin immer toll, mal so nebenbei den Leuten auf den Mund zu schauen. Wieso haben wir nun dieses große Problem? Wir haben 2 Gruppen, die beide emotional extrem engagiert sind, extrem angefasst sind aufgrund der Position anderer. Wir haben auf der einen Seite den Bauern, der sich mitunter, wenn es dumm kommt, anhören darf, du bist ein Tierquäler und vergiftest meine Kinder. Vielleicht hat dieser Landwirt selber Kinder, die in der Grundschule gerade angefeindet werden. Also alles sehr belastende Situation. Auf der anderen Seite haben wir Verbraucher, deren Wunschbild einer Landwirtschaft mehr oder weniger einem Kinderbuch da entspringt. Und Kinderbücher enthalten in der Regel Abbildung der Landwirtschaft, die es so nie gegeben hat. Wie soll also dieser Verbraucher wissen, wie Landwirtschaft funktioniert und vor allem, wie soll er selber bestimmte Schlagzeilen, die er in den Medien sieht, richtig interpretieren? Und so kommt ganz schnell dieses Gefühl, ich werde vergiftet. Auch hier sehr viel Angst auf beiden Seiten, ganz großes Problem. Was wir jetzt bei Social Lab, einem Projekt, was vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird, gemacht haben, war, dass wir die beiden Akteure, Bauern und Verbraucher, einfach mal an einen Tisch gesetzt haben und sie darum gebeten haben, sich miteinander zu unterhalten. Natürlich haben wir das etwas vorbereitet, aber im Grunde genommen haben diese Personen einfach miteinander gesprochen. Und wir konnten messen, dass es statistisch signifikante Unterschiede in der Haltung gegenüber bestimmten Themen gibt, wenn denn eine Kommunikation wertschätzend abgelaufen ist oder wenn sie weniger wertschätzend abgelaufen ist. Denn auch wenn immer wieder gefordert wird, Leute, redet miteinander, nicht übereinander, gilt auch bei der Kommunikation das Problem, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Definitiv keine großen Veränderungen in der Haltung der Landwirte konnten wir oder auch der Verbraucher konnten wir messen, wenn einer bereits sehr vorwurfsvoll in die Runde gegangen ist. Du vergiftest mich, du behandelst deine Tiere mit Antibiotika und der Landwirt nur gesagt hast, ja und du hast überhaupt keine Ahnung, bist nicht bereit genug zu zahlen und im Übrigen hör mir doch einfach mal zu, wie Landwirtschaft funktioniert, schließlich bin ich derjenige, der davon Ahnung hat, also hör mir zu und glaube mir. So funktioniert es nicht. Wir haben aber sehr gute Beispiele gehabt, wo es wunderbar funktionierte. Einfach dadurch, dass sich beide zum einen in ihrer Emotionalität herausnehmen konnten, zum anderen aber auch auf die Sorgen und Nöte des anderen versucht haben einzugehen. Denn die Kommunikation wird nur funktionieren, wenn beide Gruppen zum Dialog bereit sind, beide offen sind, was nicht bedeutet, dass man sofort dem anderen zustimmen muss. Die können ja danach immer noch mit unterschiedlichen Positionen rausgehen, sich weiterhin widersprechen, aber in einem Maße, das herauskam, okay, ich nehme dich ernst, möchtest du eine Erklärung von mir? Wir hatten das Beispiel, ein Verbraucher war sehr erschüttert über diese merkwürdige Nahrung, die den Tieren gegeben wird, was da alles hineingemischt wird. Und da meinte der Landwirt auf einmal, ja, du redest doch von Silage. Ja, ich glaube, so heißt das. Ja, ist dir eigentlich klar, wie Silage produziert wird? Und da musste der Verbraucher sagen, nein, ich habe keine Ahnung. Der Bauer nahm sich die Zeit und hat ihm wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie er selber Silage produziert. Und anschließend sagte der Verbraucher, das ist ja gar nichts Schlimmes. Ja, dann habe ich auch kein Problem mehr damit, wenn es den Tieren gefüttert wird. Also ganz wichtig ist einfach die Wertschätzung. Oder, um es nochmal einfacher auszudrücken, wie es in den Wald hineinschallt,
so wird es auch herausschallen. Herzlichen Dank.